Wie jedes Jahr wollen meine Frau und ich im Winter in den Urlaub. Und als ein Mann, der es gewohnt ist, nichts dem Zufall zu überlassen, mache ich mich rechtzeitig daran, Ort, individuelle Interessen, Reisemöglichkeiten und Unterkunft zu recherchieren. Doch dann werde ich je aus meinen Träumen gerissen. Ich bekomme unerwarteten Besuch von Streunerkatze Mimimitz. Auch in Österreich gibt es Streunerkatzen. Mimimitz ist eine davon und da sie verwildert ist und keinen Besitzer hat, ist sie auf ein trockenes und isoliertes Plätzchen im Winter angewiesen. Schnell wird mir klar, auch Streunerkatze Mimimitz muss versorgt werden. Rasch besorge ich mir die professionellen Baupläne für ein fachmännisches Katzenhotel. Das ist die beste Garantie für viele weitere gesunde Jahre dieser wunderbaren und freiheitsliebenden Lady. Zuerst müssen die Holzwerkstoffplatten angezeichnet und zugeschnitten werden. Dies erfolgt entweder mit einer Formatkreissäge oder mit einer einfachen Stichsäge. Als nächstes kümmere ich mich um die Eckverbindungen. Die Bohrlöcher müssen angezeichnet werden, um anschließend die Schraublöcher zu bohren und zu senken. Jede anständige Herberge braucht auch unser Hotel eine oder zwei Eingangsöffnungen, die Willkommenskultur ausstrahlen. Rasch wird die Kiste zusammengebaut und die Eckverbindungen verschraubt. Unser Hotel braucht natürlich auch eine stabile Unterlage, die den hohen Ansprüchen einer wahren Lady genügen. Dazu werden die Fußleisten zurechtgeschnitten, verbohrt und auf den Boden montiert. Als nächstes muss die Eingangsöffnung für die Zwischenwand gemacht werden. Madame Mimimitz bevorzugt natürlich einen extra Raum vor ihrem Schlafgemach. Um dem strengen Winter auch wirklich die flauschige Stirn zu bieten, klebe ich als nächstes Dämmplatten in die Innenwände des Schlafraumes. Danach kommt ebenfalls eine Dämmplatte an jenen Teil des Deckels, der an das Schlafzimmer grenzt. Auf der anderen Seite wird der Deckel großzügig mit der Bitumenbahn ausgekleidet. Nun wird der Deckel auf die Kiste montiert und Haken und Griffe angebracht. Da steht es nun, mein erstes Katzenhotel. Und so schön, dass ich es am liebsten selbst beziehen möchte. Aber das ist eine andere Geschichte. Mit der Bereitstellung eines Katzenhotels können Sie Streunerkatzen helfen. Laut Tierschutzgesetz gibt es eine Kastrationspflicht für alle Katzen mit Zugang zum Freien. Nur durch Kastration
kann eine unkontrollierte Vermehrung von Streunerkatzen verhindert werden. Übernehmen Sie Verantwortung und lassen Sie Ihre Freigängerkatze kastrieren. Weitere Informationen unter www.4-pfoten.at.